Lieben und herzlich willkommen zu DIY-Inspiration. Heute gibt's wieder ein Video mit Klamotten. Es geht wieder ein bisschen um Batik, aber auch ums Bleichen. Diesmal sind die Sachen nämlich schwarz und ich bin alleine. Traurige Farbe, trauriges Video. Nein, unsere Bianca ist noch im Urlaub, also nicht wundern. Im nächsten Video ist sie dann wieder mit dabei. Ich habe hier einfach einmal ein schwarzes Shirt. Und ich habe hier noch eine Tasche, die wir mal von 1Live geschenkt bekommen haben. Die wird auch diesmal gebleicht. Bleichen, was braucht ihr dafür? Ihr braucht Hygienereiniger. Ist wirklich hartes chemisches Zeug. Absolut vorsichtig sein damit. Sind auch alle möglichen Warnhinweise drauf. Also ich sag euch, am besten macht ihr es wirklich draußen. Es stinkt nämlich auch. Es riecht schlimmer als wie im Schwimmbad. Und tragt auf jeden Fall Handschuhe. Das Zeug bekommt es nicht an die Hände. Und wenn ihr es irgendwo hinbekommt, wascht es sofort ab. Also wirklich riesengroßer Warnhinweis bei dem Chlorreiniger, Hygienereiniger. Auf jeden Fall riecht er nach Chlor dabei von mir. Also wirklich widerliches Zeug. Aber man kann wirklich sehr, sehr schöne DIYs damit machen. Die Tasche wird einmal ein Herz bekommen. Das habe ich hier schon mal aufgeschnitten. Ausgeschnitten. Und bei dem Shirt werde ich es so machen. Ich werde es erst bleichen und dann werde ich das hellgebleichte nochmal färben. Also es wird wie so ein negatives Batikmuster hier drauf. Aber vorher müssen die Sachen ein bisschen angefeuchtet werden. Deswegen kommen sie jetzt erstmal in die Spüle und werden gewaschen. Ich starte jetzt mit dem Shirt und ich lege es erstmal hin. Die Kiste kommt erstmal noch weg, die nehme ich gleich als Unterlage. Und wie beim Batiken auch, habe ich jetzt natürlich die Möglichkeit, verschiedene Muster zu machen. Und ich mache wieder die beliebte Schnecke. Also einfach drehen. Ich greife hier rein und drehe es dann immer weiter zusammen. So. Und dann wird es zusammengebunden mit dem Faden. So, ich habe das jetzt hier zusammengezurrt, damit es hält. Und es kommt jetzt hier erstmal in die Kiste rein. Ich ziehe Handschuhe an. Jetzt kommt nämlich gleich der Reiniger zum Einsatz. Fühlt man sich immer wie in einer Arztsendung. Zieht euch am besten auch was über. Ich habe jetzt die Arme frei, aber schützt euch auf jeden Fall vor dem Zeug. Ich habe es jetzt hier in eine Sprühflasche umgefüllt. Ist hier unten drin. Ist einfach eine alte Reinigerflasche. Und ich sprühe jetzt hier drauf. So, und man kann die Reaktion jetzt tatsächlich schon sehen. Es kommt schon so ein leichter orangener Schimmer. Ich lasse das jetzt noch ein bisschen einwirken. Und dafür packe ich es hier einfach in einen Plastikbeutel rein, weil es einfach extrem stinkt. Und bis später. Hier habe ich jetzt den Jutebeutel und den platziere ich auch einmal hier drin. Wenn ihr solche Kisten nicht zu Hause habt, deckt wirklich alles richtig gut ab. Und dann sprühe ich hier auch drumherum und da bekomme ich halt auch dann das Negativ. So, und auch einwirken lassen und die packe ich gleich auch so nach 2-3 Minuten in einen Beutel. Ich habe das jetzt circa eine halbe Stunde einwirken lassen und der Effekt ist wirklich richtig, richtig krass. Man kann es natürlich auch so lassen, einfach mit Orange und auswaschen, trocknen lassen. Ich werde es natürlich gleich nochmal weiter färben. Ich glaube, die Tasche werde ich tatsächlich so lassen. Aber im nächsten Schritt wird es jetzt natürlich gut ausgespült. Und hier sieht man jetzt auch schon den Herzchen-Effekt. Mhm. An den Seiten nicht ganz so schön. Wieder auf jeden Fall Handschuhe tragen. Das reicht von dem erstmal. Hier kommt jetzt Nummer 2. Ich nehme die Bänder jetzt auch einmal runter. So, und hier einmal der Effekt. Und auf der Rückseite ist halt deutlich stärker. Aber sieht auch so sehr cool aus von vorne. So, ich habe es jetzt hier einmal ausgewaschen. Wie gesagt, auf der Vorderseite ist eher weniger drauf. Auf der Rückseite sieht man es wirklich sehr, sehr schön. Und ich werde es jetzt einmal in Magenta, also in richtig kräftigem Pink, Rosa, Rot, überfärben. Dann nehme ich hier dieses Fuchsia-Pink.
T-Shirt kommt erstmal noch raus aus der Wanne. Und ich werde jetzt erstmal Wasser aufkochen. Das muss so 40 bis 60 Grad an Temperatur haben. Dann kommt das Pulver dazu und dann kommt das T-Shirt rein. Und hier lasse ich es dann auch noch mal ungefähr eine Stunde drin liegen. Man sieht jetzt schon, es hat wirklich sehr, sehr schön Farbe angenommen. Ich bin sehr gespannt, wie es nachher trocken aussieht. Gut ausdrücken und dann natürlich noch mal richtig gut ausspülen. Und hier wirklich so lange ausspülen, bis keine Farbe mehr rauskommt. Ich habe es jetzt trocknen lassen und ich muss sagen, ich finde es super, super cool. Passt auch richtig gut hier mit dem kleinen Logo zusammen. Also hier vorne eher weniger. Ich drehe mich jetzt einmal um. Und hinten ist das Motiv eben viel, viel besser zu sehen. Richtig cool. Und hier seht ihr halt das auch mit dem Übergefärbten. Vielleicht habe ich jetzt auch ein bisschen viel Pulver genommen. Es ist jetzt wirklich sehr rot geworden. Von, ich sag mal, Natur aus wäre es dieser Effekt gewesen, finde ich auch sehr cool. Ist mehr so, ja, vielleicht so ein bisschen 90er noch, dieses Orangene auf Schwarz. Ist auch sehr cool, finde ich. So kann man es dann eben noch ein bisschen variieren. Oder auch wie bei den anderen Batik-Shirts verschiedene Farben verwenden. Dann könnt ihr auch einen schönen Farbverlauf reinmachen. Also ihr könnt die T-Shirts, die ihr dann schon gebleicht habt, ganz normal weiter behandeln, wie bei anderen Batik-Mustern, auch in verschiedenen Farben drüber färben. Oder, wie gesagt, ihr lasst sie so mit einem coolen Muster drauf, hier wie hier mit dem Herzchen. Also besonders auf Taschen finde ich das sehr, sehr schön mit dem Orange. Und ich hoffe natürlich, euch hat das Video wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn ihr diese Technik ausprobiert oder andere Batik-Techniken, wir haben ja auch schon andere Batik-Videos gemacht dieses Jahr, gerne Fotos machen und uns bei Instagram verlinken, DIY-Inspiration-Official. Dann sehen wir das Ganze auch und teilen es natürlich auch gerne. Und ja, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, kleine Glocke aktivieren, was nett ist, unten in die Kommentare rein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss!